Gerade ein Newcomer hat es vielen beim heurigen Mr. Olympia angetan. Patrick Moore. Der Amerikaner konnte sich heuer durch die California Pro Bodybuilding Championship, in der er sich knapp gegen Tim Budesheim durchsetzte, vor dem Mr. Olympia qualifizieren und sorgte mit seinem Auftritt für Furore. Mit einer atemberaubenden Linie und großartigen Posings konnte sich Moore den 10. Platz sichern. Markant ist vor allem seine Taille und in Proportion dazu sein Latissimus, was ihm diese klassische Bodybuilding-V-Form verleiht. Generell ist Moore von den Proportionen her für die Men's Open bei Mr. Olympia ungewöhnlich, da er 1,83 Meter groß ist und dabei 104 Kilogramm auf die Waage bringt. Dies macht ihn einerseits zu einem eher großen Athleten und die Muskelmasse geht dadurch etwas verloren, im Vergleich zu einem 170 cm großen Athleten. Allerdings sieht der ganze Körper dadurch nicht so gedrungen aus, sondern noch sehr ästhetisch. Doch nicht nur wegen der Größe, sondern auch im Generellen fehlt noch etwas Muskelmasse für die Open. Potenzial für mehr Masse hat er dafür definitiv. Hier ist natürlich wieder die Frage, ob die Masse ihm nicht seine schöne Linie und gerade seine schlanke Taille zerstört. Zweites Problem von Moore sind meiner Meinung nach seine Tätowierungen, die ein bisschen was der Ästhetik zerstören. Dies ist allerdings persönliche Ansichtssache. Wie dem auch sei, Moore erinnert in seiner jetzigen Form stark an den achtfachen Mr. Olympia Lee Haney, was wohl schon einiges aussagt. Auch das Posing ist, wie man jetzt gleich sehen wird, sehr ähnlich. Haney konnte von 1984 bis 1991 den Olympia 8 Jahre hintereinander gewinnen und ist mit Ronnie Coleman der erfolgreichste Athlet in diesem Wettbewerb. Haney brachte auch ähnliche Daten wie Moore auf die Bühne. Auf 1,81 Meter wog Haney 115 Kilogramm. Haneys Markenzeichen waren auch seine Größe, die eher ungewöhnlich für den Mr. Olympia ist, gepaart mit einer unglaublichen V-Form und eben dieser schlanken Taille. Das Posing selbst ist auch ein wahrlicher Augenschmaus und verkörpert noch das klassische Bodybuilding. Haney wurde 1992 dann bekanntlich von Dorian Yates abgelöst, der die Ära der Massemonster einleitete. Wenn Moore aber also in der offenen Klasse so gehypt wird, wohin geht die Reise also beim Mr. Olympia für ihn und für den Wettkampf selbst? Geht der Olympia wieder einen Schritt zurück zum klassischen Bodybuilding und weg von den Massemonstern? Wir dürfen gespannt sein, Moore liegt auf jeden Fall eine große Zukunft zu Füßen.